Liebe Brüder und Schwestern, die Seligpreisungen, die wir soeben im Evangelium gehört haben, diese Weisungen aus dem Mund Jesu, ja, er verkündet sie, er, der Sohn Gottes, ja, wie ein neuer Mose auf dem Berg, ja, nicht auf dem Berg Sinai, sondern auf dem Berg des Herrn. Selig seid ihr, sagt Jesus. Und im Licht seines Wortes, ja, in seinem Licht, müssen wir uns selber prüfen und schauen, ja, gelten diese Seligpreisungen auch uns? Treffen sie auf uns zu? Sind wir arm vor Gott? Arm vor Gott, nicht so sehr, was das Materielle betrifft, sondern arm in dem Bewusstsein, dass wir wissen und bekennen, dass wir alles von Gott geschenkt bekommen haben und dass wir alles ihm verdanken, dass wir vor Gott arme Sünder sind, aber dass wir auch wissen und darauf vertrauen, dass Jesus uns die Vergebung aller Sünden schenkt. Ja, arm sind wir vor Gott, wenn uns bewusst ist und wenn wir es uns eingestehen, dass wir auf Gott angewiesen sind, aber dass wir einen Vater im Himmel haben, der uns seine Reichtümer, seine Gnadengaben schenkt, dass er uns beschenkt ohne Unterlass, dass er für uns sorgt, dass er in Liebe auf uns schaut. Ja, und selig sind die Trauernden, so sagt Jesus, denn sie werden getröstet werden. Ja, selig sind jene, die um einen lieben Verstorbenen trauern, die diese Trauer spüren, diese Traurigkeit, diesen Schmerz im Herzen. Sie werden auch Trost erfahren von Gott in dieser Hoffnung auf die Auferstehung und auf das ewige Leben, dass es einmal ein Wiedersehen gibt bei Gott in seiner Herrlichkeit. Und selig sind auch jene, die trauern angesichts so viel Gewalt und Ungerechtigkeit in der Welt, die traurig sind, weil es so viel Gottlosigkeit gibt, so viel Egoismus und Rücksichtslosigkeit, die traurig sind auch über ihre eigenen Sünden, über ihre eigene Schuld. Ja, sie werden getröstet werden vom Herrn selbst. Er schenkt uns seinen Geist. Er schenkt uns seinen Trost, seine Nähe, die Kraft zum Guten, diese Rücksichtslosigkeit zu besiegen, auch den eigenen Egoismus und diese Liebe Gottes weiterzuschenken, sich einzusetzen für Recht und Gerechtigkeit. Ja, selig sind auch jene, die keine Gewalt anwenden, die lieber Unrecht erleiden, die nicht die Fäuste ballen, die nicht sich mit Ellbogentechnik durchsetzen, die nicht die anderen zum Steigbügel, zur Stufe machen für ihre eigene Karriere, die nicht auf andere treten, die Rücksicht nehmen, auch auf die Schwachen, auf die, die Hilfe brauchen, die auf die Macht Gottes vertrauen, auf seine Hilfe, weil er der Allmächtige ist und Recht verschafft, dort, wo der Mensch ohnmächtig ist. Ja, jene werden wirklich das Land erben, das Reich Gottes besitzen, schon hier und jetzt. Es ist schon in ihren Herzen. Ja, selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, ja, nach dieser Gerechtigkeit Gottes vor Gott, die nur Gott allein uns schenken kann, gerecht aus dem Glauben an Jesus Christus, aus diesem Vertrauen, dass der Vater im Himmel uns verzeiht, dass er uns Anteil schenkt an seiner Gerechtigkeit, an seiner Herrlichkeit. Ja, selig sind, die noch diesen Hunger spüren nach Gott,
denn Gott wird ihren Hunger stillen, sie satt machen. Schon jetzt und einmal bei ihm in der Herrlichkeit. Ja, selig sind die Barmherzigen, die Erbarmen haben mit ihren Mitmenschen, die nicht rücksichtslos sind, die mitfühlend sind, die ein offenes Herz haben für die Nöte ihrer Brüder und Schwestern, die gerne teilen. Ja, sie werden dieses Erbarmen Gottes auch empfangen. Und selig sind, die ein reines Herz haben, gereinigt von der Schuld, von der Sünde, die rein sind vor Gott, die sich nicht verstecken, die wissen, dass Gott alles sieht und alles weiß, dass Gott ihr Inneres kennt, ja, dass Gott unsere Sünden und Schwächen kennt, die nicht versuchen, etwas zu beschönigen, weil sie Vertrauen haben zur Liebe und Güte Gottes, weil sie wissen, dass der barmherzige Vater im Himmel uns immer wieder neu seine Gnade schenkt, dass seine Liebe grenzenlos ist und dass sie keine Einschränkung kennt, auch nicht dann, wenn wir sündigen. Ja, sie werden Gott erkennen, Gottes Antlitz schauen. Sie werden erkennen, wer Gott wirklich ist und ihn in der Seele tragen. Selig sind, die Frieden stiften, so sagt Jesus. Ja, selig sind, die nicht Streit schüren, die versuchen auszugleichen, ja, die auch Ungerechtigkeit ertragen. Selig sind, die versuchen, sich einzusetzen für Versöhnung, für Verständnis, die verschiedene Parteien auch versuchen, die versuchen zu vermitteln. Ja, die diesen Frieden Gottes im Herzen tragen. Sie werden Kinder Gottes sein. Ja, man wird erkennen, dass sie wirklich Söhne und Töchter des einen Gottes sind. Und Jesus sagt, selig sind auch jene, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ja, wie viele werden heutzutage verfolgt, gemobbt, nur weil sie gläubig sind, nur weil sie in die Kirche gehen, nur weil sie sich als gläubige Menschen bekennen, weil sie bekennen, dass sie an Christus glauben, dass sie auf ihn hoffen. Wie viele werden verfolgt, weil sie einfach nur Christen sind? Wie viele werden beschimpft? Wie viele werden verleumdet? Ja, wie viele müssen Gewalt erleiden, gerade in den Ländern des Ostens? Wie viele wurden schon getötet, nur weil sie sich zu Christus bekannt haben, zur Kirche? Ja, selig sind jene, die verfolgt werden, so sagt Jesus, die Unrecht erleiden, ja, die man tötet, denn sie haben schon Anteil am ewigen Leben. Ja, freuen und jubeln dürfen wir, wenn wir um Jesu willen beschimpft werden, wenn wir belächelt werden, verachtet werden, nur weil wir an Jesus glauben. Jesus sagt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Ja, prägen wir uns neu diese Worte Jesu, seine Seligpreisungen ein. Richten wir unser Leben, unser Denken, Reden und Tun nach diesen Seligpreisungen aus. Dann werden wir auch wir schon jetzt diese Freude Gottes erfahren, seine Gegenwart in uns. Dann ist das Reich Gottes schon in uns. Dann ist der Himmel sozusagen schon hier und jetzt. Er ist schon in unserem Inneren, wenn wir auf Jesus hören, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen. Dann beginnt schon hier und jetzt das ewige Leben. Dann sind wir schon tief verbunden mit den Heiligen im Himmel, die wir heute feiern. Mit Maria, der Königin aller Heiligen, mit allen Auserwählten. Dann dürfen wir erfahren, dass wir eine große Gemeinschaft sind. Dass wir eine einzige Familie sind, dass wir zusammengehören, dass Himmel und Erde eins sind, dass wir verbunden sind durch die Gnade Jesu zu einem einzigen Leib.
Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns jetzt neu stärkt mit seinem Geist, dass er uns neu erfüllt mit seinem Licht und uns Kraft schenkt in seiner Nachfolge. Amen.